Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Sind dabei und willkommen zu dieser Route. Nach meiner Etappe von vorher geht es hier jetzt am Bahnhof Montpomond weiter. Und Ziel habt ihr ja gesehen, wie und so weiter und so fort. He. Als nächstes geht es dort vorne, bei dieser Tafel. Seht ihr jetzt, wo es durchgeht. He. Die Tafel müssen wir dann dort rechts den Berg auf. Und dort den Berg auf seht ihr jetzt, wie steil das ist in den nächsten 18 Kilometern. Das verspricht eine anstrengende Fahrt zu werden, weil das 18 km permanent bergauf geht. So, also in dem Fall habe ich jetzt euch gezeigt, wie, wo, wenn. Und für mich geht es direkt los und wir sehen uns dann auf meinem nächsten weiteren Punkt bergauf. Bis jetzt muss ich sagen, geht es eigentlich für mich, finde ich. Da unten sehen wir den Bahnhof. Jetzt habe ich doch gedacht, ich will mir das von oben anschauen, weil nebenan geht es so tief runter wie eine kleine Schlucht. Und haben mir das etwas spektakulär vorgestellt. Doch nicht ganz so, wie ich das gehofft habe, von oben zu sehen. Aber ich habe jetzt gesehen, wie das etwa von hier aussieht, weil ich richtig in den Gang und von wo ich oben bin. Es geht ziemlich durch eine Schlucht, könnte man fast sagen. Zwischen zwei Bergmassiv. Oh, sollte ich auch noch schnell sagen, he? Mach es immer am Anfang der Filme. Wenn man ja nichts sieht, dann fährt man eigentlich immer geradeaus. Nicht eigentlich, man fährt dann geradeaus. Und sonst muss man halt schauen, wo es nicht gestimmt hat. Wie ich jetzt auf die Idee gekommen bin, ich bin hier, wo gehe ich durch? Da fahren wir jetzt einfach im normalen Strassenverlauf nach. Ich vermute jetzt mal nicht, dass ich da rauf müsste. Das wäre wahrscheinlich eine Tafel. He? Kann man jetzt eben anschauen, was ist jetzt hier geradeaus? Ist das geradeaus oder ist das hier geradeaus? He? So wie ich komme. Das ist nirgendwo definiert. Ich kann geradeaus hoch gehen, es kann geradeaus runter gehen, wie auch immer. Jetzt wisst ihr Bescheid. Nehmt die Karte mit oder legt am besten die App zulegen. Die ist nicht immer ganz korrekt, wie sie einem viert, aber die Position auf der Karte hat jetzt immer gestimmt. Das heisst, ihr könnt euch immer orientieren. Wenn ihr irgendein Stück in eine andere Richtung fahrt, seht ihr wieder, wo ihr neu sind. Und dann seht ihr, ob ihr auf der richtigen Spur sind. Weil wenn ihr nicht richtig sind, dann sind ihr nicht mehr auf dieser blauen Linie, die im Moment die App hat, wo man weiss, dass man wo durchfährt. Gut, fertig gelabert, weiter geht's. Blöll. Vorne sind wir gerade über der Brücke. Vermutlich sind das Höhenangaben, könnte noch sein. Und wieder ein Stück weiter oben. Keine Ahnung, wie viel weiter oben. Aber auf jeden Fall befinde ich mich jetzt hier. Kein Wasser, hä? Vorne scheint eine Gastwirtschaft zu kommen oder etwas. Anscheinend können die Nummern, die ich vorher gesehen habe, nicht Höhenangaben sein. So schwer jetzt gemäss diesen Zahlen irgendwie bei 1030 rum.
Weil hinter mir wieder eine Wandertafel ist. Allière, so wie die Ortschaft heisst. Und die zeigt eine andere Höhe an. Und da hinten geht es um eine Ecke, entweder weiter rauf oder an, weil ich hoffe eher rauf. Ja. Es scheint eher abends zu gehen. So wie das aussieht hier. Ja. Oh je. Wenn es abends geht, geht es nachher wieder genauso wie rauf. Tausend und drei ist da gestanden. Irgendwann mal ein schönes Plätzchen kommt vom Wasser an. He? Aber es geht bis jetzt überall nur ein bisschen steil runter. Ich habe keine Lust zum Umklettern. Oh. Aha. Das scheint eine militärische Anlage zu sein. Mit dem Wappen von Fribourg. He? Schwarz-Weiß. Gut, wieder ein Stück weiter oben. Ich kann es nicht lesen. Ich kann es auch schon lesen, aber nicht richtig aussprechen wahrscheinlich. Wandertafel. He? Preise, Maidotso, irgendwie so etwas. Ich schreibe es um den rein. Du hast noch Tafeln, dass es gefährlich ist, sich im Flussbett aufzuhalten, weil eine Wasserkraftanlage hier in der Nähe ist scheinbar. Und ich kann natürlich jederzeit aufmachen und kommt ein Haufen Wasser. Also, ja, das tief aufhalten ist wahrscheinlich auch nicht so schlau. Wobei, wenn es trocken ist, glaube ich, ist das nicht so das Risiko. Eher bei viel Regen. Also, da geht es mir. Weiter bis jetzt, ganz gemütlich. Ab und zu hat es dann auch solche, he? Da geht es für mich dann weiter. Und jetzt möchte ich euch mal schnell einen Blick zeigen, wie das hier aussieht. Und zurückschauen auch, he? Wo ich hergekommen bin. Herrlich, he? Finden wir uns jetzt ein weiter oben, he? La Wichold. Den Eba, keine Ahnung. He? Nach einem weiteren kleineren Aufstieg mache ich hier jetzt mal meine Pause. Schwierige Plätze zu finden, wo mir zusagt, he? Das Velo muss gut anstellen können. Ich will die Schuhe ausziehen. Die Schuhe in die Sonne tun. Ich selber will im Schatten sein. Ich möchte Wasser haben. Hervorragend, da hat's Wasser. Da fließt das Wasser ab, kann ich mit dem Trinkwasserfilter wieder Wasser holen. Und nachher geht's da oben weiter. Pause ist vorbei, ich bin wieder ein Stück weiter oben. Ein herrlicher Wind geht. Und war schön abkühlend. Und da geht's ziemlich weit runter. Gigantisch die Sicht oben runter. He? Das musste ich unbedingt von oben sehen und euch zeigen. Wahnsinn!
die Staumauern da. Das ist wahrscheinlich von dem, der unten dreht war, wenn sie hier Wasser durchlassen. Da kommt dann nicht wenig Wasser oben runter. Da ist auch schon deutlich mehr Wasser drin gesehen, wenn man so die Zeiten anschaut, wo kein Gras ist. Ja, gerade noch zwei Sachen. He. Einerseits ist die Strasse dort ab der Staumauer, wo ich jetzt fahre, ein riesen Flickenteppich. Also kaputt, ganz kaputt, ganz reingerüttelt. Und seit ich dort unten im Tal bin, weit unten, bis da jetzt kein Netzempfang. Also da innen ist kein Netzempfang. Je nachdem, was sie für ein Netz haben, ich weiß es nicht. Ich bin eins von denen, die in der Schweiz sagen, sie hätten das beste Netz und haben trotzdem keinen Empfang. Was kann ich euch sagen? Das scheint eine sehr beliebte Strecke zu sein. Ein beliebtes Ausflugsziel. Verkehr ohne Ende. Da musst du vorsichtshalber einfach immer neben raus, kommst nicht vom Fleck. Und seit dem Stausee ist es ein deutlich steilerer Anstieg als vor dem Stausee. Habe ich jedenfalls so den Eindruck. Oha. Jupp, da geht's gerade durch. Oh, ich habe nicht abgeschaltet, es ist gerade bergab gegangen. Aha. Aha. Militärische Zone. Dann lese ich euch mal vor, was dort oben steht. Militärische Zone. Petit Ogrin. 1. Juli bis 15. August. Straße geöffnet. Wartezeiten möglich in Abhängigkeit von den militärischen Übungen. Die Sicherheit wird vom Militärpersonal gewährleistet. Dessen Anweisungen sind zu befolgen. 1. Juni bis 30. Juni und 16. August bis 31. Oktober. Straße nur am Wochenende geöffnet. Samstag und Sonntag. 1. November bis 31. Mai. Straße für den Verkehr komplett geschlossen. Ersatzlinienführung auf der Kantonstraße via Aigle, Le Sepie, Le Mosses, was auch immer. Sorry, ich kann nicht Französisch. Jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ihr nicht da durch müsst, weil die Straße gesperrt ist, dann macht ihr lieber ein anderes Mal die Etappe. He. Habe ich ja gerade noch Schwein. He. Dass ich das diesmal nicht schon im Mai gestartet bin, wo ich eigentlich schon letztes Jahr im Mai los bin und dass ich es nicht noch länger rausgezogen habe. Eigentlich habe ich überlegt, nach der Sommerferien zu gehen, wenn es auch ein bisschen kühler wird. Es scheint beides keine gute Idee gewesen sein, wenn man die Route machen will. Also in dem Fall wisst ihr Bescheid. Dann geht es für mich weiter Richtung Aigle. Ja, wenn das so weitergeht, was haben wir für Zeit? 20 ab 2, Aigle 33 Kilometer. Dann schauen wir mal, vielleicht bin ich ja heute schon wieder daheim, dann ist es fertig. Oh, so schaut es aus. Wenn man auf der anderen Seite vom See ist, dort unten sind wir durchs Tunnel gekommen, wo ich für euch von oben Drohnenaufnahmen gemacht habe, um zu schauen, wie es von oben aussieht. Jetzt haben wir den ganzen See umfahren. Thank you.
Ja, hey, immer wieder einmal haben wir links ein bisschen Wasser. Beziehungsweise einfach am Strassenrand da immer. Da sehen wir die Nummern. Da könnt ihr etwa einschätzen, wie weit es noch ist, wenn ihr jetzt wisst, welche Nummer ich hier hinten schon sehe. Und ich weiter bin. Vorher bin ich sicher, wo ich durchfahren. Aber ich bin jetzt einfach im Strassenverlauf gefolgt und das scheint richtig zu sein, wie er sagt. Und weiterhin habe ich wieder eine Tafel gesehen, die hier anzeigt, hoffentlich. Weil parallel, das wird man auch rauf können. Ich bin immer froh, wo die Tafeln stehen. Wo es gerade Pfosten hat halt. Ein Blick auf den See runter. Wow. Damian, ja, der Netzempfang kläglich im Stich los. Bis du da nicht mehr gehst. Dann habe ich gedacht, juhu, jetzt hast du wieder Empfang. Du kannst etwas machen, fahrst los, ist er gerade wieder weg. Kann ich endlich wieder einmal Anhaltspunkt. Wandertafel. Tompei. In einem schönen Berg da. Jetzt habe ich euch gerade wieder eine Seesicht zeigen. Wenn man da hinten schaut, sieht es aus, als wenn ich jetzt bergab gefahren wäre. Eindruck kann ich immer gehabt. Aber dort, wo ich vorher die andere Wandertafel gesehen habe, ist so offenbar leicht aufgegangen. So richtig gemerkt habe ich es nicht, weil nämlich jetzt befinde ich mich bei Agides. Jetzt bin ich weiter oben, obwohl ich den Eindruck hatte, ich bin runtergefahren. Das ist interessant. Aber jetzt geht es definitiv wieder runter. Da müssen wir so mal schnell abschauen, was wir da sehen. Kommen mit. So. Oh. Hebt der Baum. Der Baum hebt. Oh. 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 Genial. Bombastico. Die Aussicht von hier. Wow. Ägle. Das müsste da unten schon sein. Wenn es das nur noch runtergeht. Ja, dann ist ja hervorragend. He? We'll be right back.
kurz angehalten, bevor es rasant weitergeht. He? Ihr wisst Bescheid, he? Trinkwasserfilter, dort steht kein Trinkwasser oder ihr vertragt das halt einfach so. Ja, wie gestört. Ich habe eine Tafel gesehen, 2 Kilometer Egle. Eine kurze Zwischeninformation für euch. Jetzt bin ich hier weiter unten, bin ja fast in Egle. Es gestaltet sich schwer, vom Mont Bovon bis dahin. Hat fast keine Optionen, um etwas essen und trinken zu beziehen. Brunnen beim Abendfahren haben auch keine Wasser gehabt. Da ist auch wieder einer, da läuft auch kein Wasser, he? Warum auch immer. Aber eben, wie gesagt, das könnte sein, dass das immer öfter der Fall ist. Wenn Wasserknappheit wird herrschen oder ja, wieder herrscht, wie auch immer. Schauen wir mal, wenn ihr nichts gehört, bin ich hier gerade ausgefahren, wie offiziell die Route durchgeht. Wenn nicht, dann ja, warten wir es mal ab. Jupp, direkt hier, wo die Baustelle anfährt, bezieht sie sofort. Ist Egle. Jo, jetzt schaue ich noch, wenn es gut ausgeschildert ist zum Bahnhof, wo die fertig ist. Dann hören wir nicht mehr bis zum Bahnhof. He? Auf jeden Fall, oder schauen wir mal. Gespannt, ob das Urheberproblem gibt bei YouTube. Da kann ich nicht dafür, dass die Musik läuft. Von hinten bin ich gekommen, ist nicht richtig signalisiert, aber wir kommen dann ab und fahren geradeaus weiter. Und dann kommen wir kurioserweise an einen Platz, wo sie mit auf dem Platz auf der Strasse festmachen. Es ist ja 1. August fest. Heute ist der 31. August. Jetzt wisst ihr, wie lange es geht, bis ein Film an mich aufgeladen ist. Ja. Und dort hinten muss ich irgendwo zwischen dem Zelt durch. Hat die Musik aber gemacht, eigentlich. Also weiter geht's. Kurios, was fährt denn da umeinander, Mann? Hey dir, also jetzt bin ich am Endziel. Alle komplett, alle Etappen gefahren von der Panorama-Route, das war die letzte Etappe. Ja, bis zum Bahnhof, ein paar Ecken, vielleicht habe ich Tafeln übersehen, weil mich ein Kreisel so wahnsinnig begeistert hat. Egle hat einen tollen Kreisel, einer der tollsten, die ich bis jetzt gesehen habe, muss ich sagen. Kreativ und genial. Ja, da sind wir jetzt am Bahnhof, da ist es fertig. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Macht auch einmal das. Es lohnt sich, es ist einfach schön in den Bergen oben mit dem Velo. Tschüss miteinander.